Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. Ah, ich will hier raus. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yo, turn it off. Turn it off. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Let's talk about your superpower. Epic! I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. You need a sidekick to guide you. Okay, Girl Wonder. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. I might get on the other side of that door before you, Lupin. Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel... Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already... Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hide! Photobomb! Photo hog. It feels like a different world from yesterday. I double dare you. Kiss me now. Damn. You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy! Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? I know. Just daydreaming. That makes me ill, but... Not until I see it first! You know the rules, Dad! Dude, I am so lucky that my father is cool. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. Chloe, you're back. I'm so glad you're here. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Rachel! Oh, Rachel, no, no, please not her! Chloe. Come on, Max, we're almost there. Max, come on now. Don't worry. Don't worry. We'll be okay. Max! Max, can you hear me? Please say something! Chloe? I must have passed out. Oh, sorry. Thank God! Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. It was so horrible. All of this did! Except for what happened to Rachel.
But without your power, we wouldn't have found her! Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield! And you're amazing! Max, this is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to... Fuck that! No. No way. You are my number one priority. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real. And they'll always be ours. No matter what you choose. I know you'll make the right decision. Chloe. I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Ich würde ja lieber Arcadia Bay opfern. Max, it's time. Chloe, I'm so, so sorry. I don't want to do this. I know, Max, but we have to. We have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. Love you. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. Mach noch ein Foto.
It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs! Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Und es hat natürlich keiner den Schuss gehört. All die schönen Erinnerungen verfliegen, als ob sie nie da gewesen wären. Ja. Eigentlich würde ich jetzt gerne irgendetwas sagen, was aufmuntern würde, aber angesichts dieser Entscheidung kann ich das leider nicht tun. Ich persönlich hätte ja lieber die Stadt geopfert. Aber es ist eine einfache Rechenaufgabe, ein Leben gegen das Leben dieser ganzen Menschen. Da hat Chloe schon recht gehabt. Und ich denke mal, jeder, der nicht mit dem Herzen entscheiden würde, sondern mit dem Verstand entscheiden würde, hätte auch jetzt die gleiche Entscheidung getroffen. Lasst jetzt einfach mal diese Bilder auf euch wirken. Oder auch nicht, weil sie gerade weggehen. Die ganzen Leute, die eigentlich gestorben wären, sind jetzt nicht gestorben, weil sie dieses Arschloch verhaftet haben. Man kann es jetzt mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen. Im Endeffekt hat sie das Richtige getan. Allerdings für einen extrem hohen Preis. Aber man muss sagen, dass
deren aller Leben jetzt an einem Punkt sind, der natürlich ganz tief unten ist, aber wo es dann auch irgendwann wieder nach oben gehen wird. Die Narben verheilen zwar nicht, aber die Wunden verheilen. Wo bin ich da überhaupt? Achso. Aber die Abschiedsrede von ihm hätte ich jetzt schon gerne gehört. Also das haben sie ein bisschen blöd gemacht, muss ich sagen. Dennoch, ich halte am besten mal meine Klappe und ihr lasst einfach mal die Bilder auf euch wirken, auch wenn sie natürlich ohne Musik ist. Und ich melde mich dann nochmal kurz und schmerzlos am Ende des Videos. Ja, also ganz ehrlich, die Sache am Ende mit dem blauen Schmetterling, der sich da nochmal draufgesetzt hat, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt gerade etwas verarscht gefühlt, dass der Schmetterling da jetzt aufgetaucht ist. Ich hätte am liebsten draufgeklatscht, nach dem Motto, wegen dem verdammten Schmetterling mussten wir all diese Höhen und Tiefen in der Geschichte miterleben und man hat dann doch irgendwo immer gehofft, dass man am Ende noch alles wieder gut machen kann. Aber ganz ehrlich gesagt, wie gesagt, ich kenne ja die Filme Butterfly-Effekt. Man ahnt dann doch schon die ganze Zeit, dass irgendwo noch ein großer, ja, dass das große Böse am Ende auf einen wartet. Dass man eben nicht alles gut machen kann. Dass es jetzt gerade Chloe sein würde. Bin ich ganz ehrlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder habe ich jetzt nicht gehofft. Ich habe zumindest gehofft, dass die beiden irgendwie noch Arm in Arm am Ende sind und sich zumindest gegenseitig bemitleiden, dass dann doch alles irgendwie so gekommen ist, wie es kommen musste und die Leute vielleicht gestorben sind oder was weiß ich, aber die beiden leben noch. Das, ja, wollten die Macher nicht. Man soll sich nicht in die Vergangenheit einmischen, man soll die Vergangenheit ruhen lassen und versuchen, nichts zu ändern, was schon vergangen ist. Klare Message, ist auch absolut logisch. Von der Chaostheorie rede ich gar nicht erst. Ja, ich werde jetzt den Abspann hier erstmal abbrechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es nicht erwartet, dass mich ein Spiel so emotional mitnimmt. Und ich weiß natürlich auch, dass es nur ein Spiel ist. Also das letzte Spiel, was mich extremst emotional mitgenommen hatte, war Red Dead 2. Und in dem Moment, wo er dann halt gestorben ist, der Arthur, da war für mich Ende. Also ich habe auch den Rest immer noch nicht gespielt bis heute. Zumindest nicht komplett zu Ende, nur bis da, wo ich speichern konnte, weil, ja, das war halt, er war halt dieses Herz der Geschichte und genauso ist es letztendlich ja auch mit Chloe gewesen. Sie und natürlich auch Max sind das Herz dieser Geschichte und wenn dann
die Geschichte so endet, dann ist das schon mehr als krass, muss ich sagen. Trotz der Höhen und Tiefen hat mir das Spiel mega gefallen. Bis auf die Szenen am Ende, wo ich da so bekloppt durch diese ganze Innenwelt gelaufen bin. Also die habe ich wirklich als einziges richtig gehasst in diesem Spiel. Und natürlich das Ende, wie es ausgegangen ist, das hasse ich auch. Aber ich bin ansonsten sehr begeistert von diesem Spiel. Ich werde auf jeden Fall auch das zweite, den zweiten Teil nochmal zu Ende machen. Before the Storm habe ich auch noch hier, möchte ich definitiv auch noch komplett aufnehmen. Ich weiß nur nicht, wann ich dazu kommen werde. Und ja, das mit dem kleinen jungen Captain Spirit hatte ich ja schon komplett aufgenommen. Und ich glaube, mehr Teile gibt es da jetzt aktuell auch nicht von. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, mehr gibt es aktuell nicht davon. Und ich kann wirklich nur sagen, ich bin absolut begeistert und gleichzeitig hasse ich das Spiel. Oder zumindest das Ende, worauf es dann letztendlich hinausgelaufen ist. Ja, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle schon mal von euch. Ihr könnt gleich am Ende nochmal die Entscheidungen ansehen. Ich hoffe auf jeden Fall, trotz des Verlaufs, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.